Hallöchen. Ich möchte euch heute zeigen, wie wir den Trick Kuckuck aufgebaut haben. Und ich baue das so auf, dass ich zuallererst Pfötchen geben übe. Das ist etwas hilfreicher, weil man dann die einzelnen Pfoten abfragen und sich geben lassen kann. Wer das noch nicht kann, der kann den Hund alternativ auch etwas hochlocken, sodass er, um an das Leckerchen zu kommen, die Pfoten hier raufsetzt. Wichtig ist auch, es gibt Hunde, die machen das lieber im Sitzen oder im Stehen. Und da kann man das einfach erstmal so nehmen, wie es dem Hund leichter fällt. Ich positioniere den Hund dann links von mir, stelle mein Bein auf, sodass ich meinen Arm ungefähr auf Höhe des Ellenbogens auf meinem Arm abstützen kann. Ihr seht, die Liv hat jetzt schon, angefangen, eine Pfote zu geben. Und dann frage ich die andere einfach sonst mit dem Handzeichen oder, wenn man das kann, mit dem Hörzeichen ab. Und ich belohne es erstmal mehrfach, dass der Hund die Position länger hält. Okay, prima. Zack. Sitz. Super. Man sollte auch schauen, dass man den Arm nicht zu weit nach vorne zieht, weil dann der Körperschwerpunkt nach vorne natürlich auch vom Hund ist, sondern dass man es möglichst, dass man es möglichst so macht, dass der Hund den Körperschwerpunkt noch relativ gerade unter dem Pöter hat oder über dem Pöter hat. So, dann ist es für mich wichtig, dass die Pfoten auch hier schön auf meinem Arm liegen. Deswegen trage ich übrigens eine Jacke, damit ich keine Kratzspuren kriege. Wenn die Pfoten so drauf liegen, hat der Hund gut Halt und rutscht auch nicht so schnell runter. Okay, prima. Zack. Und ich lasse sie eben zwischendurch immer so ein bisschen sich bewegen. Und auf, prima. So, prima. Wenn die eine Pfote hier oben weiter landen würde, würde sie beim Kuckuck hinterher abrutschen. Deswegen ist ganz wichtig, dass die Pfoten wirklich drauf sind. Prima. So, okay, jetzt steht sie auf, jetzt starte ich neu, weil sie eigentlich eher sitzt. Prima, und sitzt. Super. Wenn ich jetzt mit meinem Hund schon so weit geübt habe, dass er die Pfoten hier schon drauf lässt, dann starte ich, dass ich nach und nach hier runter den Kopf haben möchte. Und das mache ich erstmal, dass ich nur ein ganz kleines bisschen weiter hinten füttere. Also sie wird gleich die Pfoten hier drauflegen und ich fütter hier oben erst und dann nehme ich schnell meine Hand hier runter, dass sie einfach nur den Kopf ein Stück zurückziehen muss. Auf. Prima. Da muss man am Anfang ein bisschen schnell sein. Und dann belohne ich auch immer wieder oben, sodass sie auch nicht zu lange das Gewicht verlagern muss. Prima. Prima. Und ihr seht, dann kann ich nach und nach ein klitzekleines Stückchen weiter runterlocken. Prima. Ah, super gut. Jetzt ist der Keks, glaube ich, runtergefallen. So, dann lasse ich sie noch einmal laufen. Such da. Such da. Das mache ich ein paar Mal noch mit Leckerlis. Und wer das kann, kann das sonst auch per Handtouch machen. Komm mal her, sitz und auf. Prima. Das wäre dann touchen. Und dann kann man den Hund auch einmal unten und einmal wieder oben belohnen. Touch. Prima. Super gut. Wer das übers Locken macht, wer keinen Handtouch kann, der lockt einfach, dass der Hund erstmal das Gewicht verlagert. Und das, manche Hunde sind nicht so doll in der Schulterfreiheit, die können das nicht so weit runter. Prima, super gut. Und ruhig immer wieder auch oben mal belohnen, damit der Hund einmal wieder hochkommen kann. Okay, Liv, geh mal runter. Prima. Wenn man das ein paar Mal mit dem Leckerli gelockt hat, würde man den Hund ohne Leckerli locken. Sitz. Also nur mit der Hand. Jetzt ist die Liv zu weit weg. Jetzt muss ich sie einmal nach vorn holen. Warte. Prima. Und auf. Super gut. So, und dann nimmt man kein Leckerchen in die Hand und lockt den Hund hinter und belohnt ihn dann. Jetzt ist sie abgerutscht. Das ist auch nicht schlimm. Prima. Auf. So. Liv, auf. Ah, prima, geh mal runter. Runter, super gut. Man merkt, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das ist ganz schön anstrengend. Die Liv hat nämlich so langsam gar nicht mehr so viel Kraft. Prima. Deswegen machen wir jetzt nur ein, zwei Mal noch und dann machen wir erst ein Päuschen. So. Das heißt, ich locke sie ohne Leckerli. Liv, guck mal hier. Ja, gut. Und schaue dann,
jetzt ist runtergefallen, dass ich sie unten belohne. Und auf. Prima. So. Und runter. Sie entlastet sich jetzt, das merkt man, weil sie hinten steht. Prima. Einmal noch und auf. Super und super gut. So, jetzt hören wir aber auf, weil ich die Liv auch nicht kaputt machen möchte. Die ist jetzt, hat sich jetzt schon dolle angestrengt und eben schon mit Happy eine Runde getobt. Prima. Okay. Der letzte Schritt wäre, dass ihr, komm, Platz. Super. Dass ihr den Hund hier rauf lasst mit den Vorderpfoten und dann erst das Signal gibt und dann das Handzeichen, womit er den Kopf runterkommt, runternimmt, damit ihr eben auch das Signal einführt. Und ich tausche jetzt einmal gegen die Joy und dann kann ich euch das nämlich auch noch zeigen. So, ich habe jetzt einmal den Hund getauscht und dann kann ich euch jetzt den letzten Schritt mit der Joy noch einmal zeigen. Also, wir halten den Arm hin, der Hund geht mit den Pfoten drauf und dann sagen wir erst das Signal und zeigen dann mit dem Handzeichen oder eben mit dem Handtouch, was später mehr oder weniger gleich ist, wenn er es übers Locken gelernt hat, ist es ja hinterher genau das gleiche Handzeichen, als hätte ich das mit dem Touch gemacht. So, Joy sitzt, auf, super, Kuckuck. Super. Und ihr seht, Joy hat eine andere Schulterfreiheit. Aber Joy lehnt sich auch immer sehr nach vorn dabei. Okay. Sehr gut. Und sitz auf. So. Einmal ruhig oben belohnen. Kuckuck. Und dann das Handzeichen. Wichtig ist auch hier wieder erst sagen und dann das Handzeichen geben. Und dann kann man das ruhig auch machen, dass man den Hund mehrfach belohnt, wenn er die Position hält. Okay. Joy ist da mal sehr weit durch mit dem Kopf. Die lehnt sich sehr weit runter. Das können nicht viele Hunde. Joy, warte. Super. So. Joy, auf. Kuckuck. Prima. Sehr gut. Kuckuck. Super. Und ruhig immer unten belohnen. Prima. Kuckuck. Hier, super, klasse. Sehr gut, Joy. Aber auch zwischendurch könnt ihr natürlich immer mal oben belohnen. Es ist ein Keks hier runtergefallen. Kuckuck. Sehr gut. Prima. Und okay. Sehr gut. Für mich ist es jetzt auch echt schwer, wenn ich sie nicht wenn ich meinen Arm selber nicht abstütze. Deswegen mache ich das jetzt noch einmal. Prima. Kuckuck. Sehr gut. Für mich ist es halt so wirklich deutlich einfacher, weil ich mehr Halt habe, wenn ich hier den Ellenbogen auf meinem Bein abstütze. Kuckuck. Prima. Sehr schön. Okay. Super. Okay. Okay. Super klasse. So. Das war das Kuckuck von uns. Und ich wünsche euch jetzt wie immer ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wir machen jetzt Pause. Fertig.